Hallo Sportsfreunde, Johannes Lukas hier und der Dorian Berger. Bekannt dem einen oder anderen, zweifacher deutscher Meister im Bodybuilding. Ja, heute wird quasi Training mit deutschen Meistern gedreht. Und du machst heute? Ich mache heute ein bisschen Rücken. Ich mache heute auch Rücken und Brust. Ich mache wieder antagonistisch. Lasst euch überraschen, wir legen los. Heute zeige ich euch Lockouts. Das heißt, wir starten auch hier wieder aus der Ruhe. Die Hantel ruht, liegt komplett auf und Gegenstand ist ungefähr auf der Höhe. Das startet direkt über der Brust. Ihr könnt euch selber aussuchen, wo ihr starten wollt. Ihr könnt auch höher starten. Je nachdem, wo euer Schwachpunkt beim Bankdrücken ist, könnt ihr verschiedene Phasen des Bankdrückens einleiten oder auch forcieren. Ist natürlich auch das Brustmuskelwachstum neuer Reiz. Und es geht primär um die Drückphase, die Hebephase, die Senkphase ist auch hier sekundär. Okay? Und zwei, Zug, yes! Fest rein, yeah, come on! Arbeiten! Das ist die letzte. Versuche ich wirklich eher zu kontrahieren hier, als zu explodieren. Das heißt, ich versuche bewusst mit dem Latissimus mich nach oben zu ziehen. Drei, come on. Arsch runter, vier. Kampf, fünf. Durchziehen. Sechs. Zug. Sieben Wochen noch, Dorian. Komm. Zug. Bis zum Schluss. Bis zum bitteren Ende, Dorian. Komm. Ja. Hinter runter. Das ist der letzte Satz. Komm. Zug. Boom. Letzter Zug. Yes. Zweite Übung, Schrägbeindrücken-Einsatz habe ich schon gemacht. Ich mache die hier nicht so schwer, ich habe die schon seit Monaten noch nicht mehr gemacht. Das heißt mit Kurzhandel, aber Kurzhandel habe ich genug Videos. Also wollte ich heute einfach mal ein bisschen Langhandel drücken zeigen. Was gibt es dazu zu sagen? Ich greife hier ein bisschen enger, lasse die Ellbogen ein bisschen weiter am Körper, nicht zu weit außen. Das ist mir die Verletzungsgefahr für die Schulter zu groß. Und ich treffe die Brust auch nicht so gut, wenn ich sie etwas weiter innen lasse. Ja? Okay. Pump ist durchaus vorhanden. Der zweite und letzte Satz. Eine machen wir noch. Okay, die muss gehen. Come on. Go. Hast du Angst gehabt? Schulter nach hinten. Das ist ja doch eher eine meiner Stärken. Insofern mache ich jetzt nochmal zum Zeigen eine Isolationsübung, würde ich sonst nicht machen. Ich habe jetzt fünf Arbeitssätze, fünf Drücksätze, fünf Zugsätze. Rücken ist ja eine Schwäche. Mache ich hier jetzt begleitend für die Dehnung auch nochmal schön.
guck mal, bewege ich hier noch so bleiben. Und dann mache ich eine Zugübung, das ist dann. Geht's. Ein bisschen ruhiger arbeiten, genau. Schön zurück, genau. Nur die Flügel arbeiten. Down slow. Es gab mal einen Mann, beziehungsweise den gibt es jetzt noch, der hat gesagt, die Übung wäre zur Brustkorb-Erweiterung. Das ist natürlich totaler Käse, auch wenn es der Gabbana war. Tut mir leid, Herr Schwarzenegger, aber es ist Quatsch. Ihr dehnt die Muskulatur, kontrahiert sie, dadurch pustet sie sich ein bisschen auf, aber jetzt den Brustkorb erweitern könnten oder den tieferen Brustkasten davon kriegen, ist natürlich Nonsens. Reine Isolationsübung, aber funktioniert, wenn man sie richtig ausführt. Isolation heißt isoliert spüren, nicht große Gewichte bewegen. Sieh mal zu jetzt, 5 dynamisch, Zug. 6, 7. Komm, Dori. Der Andi hat immer gesagt, breiter Griff, breiter Rücken. Ja, voll. Schön, guck mal, siehst du. Schön, 7, 5, Turbo. 7, 8, 0, 10. Komm, gib, going. Jetzt mit Anstrengung, Dori, weiter. Hör nicht auf, jawohl, Zug. Das ist der letzte Satz. Gut. So, Sportfreunde, wir sind mit Sport fertig. Ich glaube, Dori ist ganz schön kaputt. Aber ein bisschen aufgepumpt bist du, ne? Sieht so gar nicht so schlecht aus. Siehst du aus wie ein Bodybuilder? Bisschen. Ja, man merkt's. Ich weiß gar nicht, welche Woche in der Diät ich jetzt so stecke, aber man merkt es. Ja. Ach, Kraft ist weg, schon nach den ersten zwei Übungen. Und dann schlaucht man sich ein bisschen so durch das Training durch. Ja. Mit dem einen oder anderen Arschtritt hat es ja ganz gut geklappt nochmal, ne? Das stimmt. Ja. Also danke, dass du uns hast zuschauen lassen. Ich bin auch relativ schnell durch gewesen. Ich war schneller durch als du. Ich habe aber auch viel mehr Sprit im Tank. Ich habe viel mehr Kohlenhydrate getankt. Insofern bin ich natürlich wesentlich agiler und vitaler als du. Ich muss auch nicht um jeden Preis Fett verbrennen. Und insofern, ja, war das für mich heute eher ein Kinderspiel. Haha.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir empfehlen uns. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.